Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir Jonah gerettet. Das ist falsch. Wir haben... Ja, wie gesagt, Jonah gerettet. Und... Kann ich da dran? Tatsächlich, das ist aber so unrealistisch. Auf jeden Fall, wir haben Jonah gerettet, wir haben Trinity mehr oder weniger auf die Spur gelockt von der göttlichen Quelle. Müssen jetzt in unsterblichen Pfad gehen und hoffen, dass wir vor Trinity ankommen. War das dumm? Ne, ich glaube, das ging. Ach, hoch, da muss noch eins hin. Ich mache das dahin. Dann mache ich. Mache ich schon mal so. Oh, ich muss das gar nicht vorher machen. Das war dumm. Das war mehr als dumm. Nee, das war auch dumm. Ja, komm, dann machen wir das Ganze mal nochmal von vorne. Dahin. Kann ich dann von da darüber oder muss... Also eigentlich... Okay, komm. Nee, 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 nee. Das akzeptiere ich nicht. Da oben, ja. Genau. Den Rucksack möchte ich haben. Ich habe mir da jetzt nicht umsonst diesen Weg reingeschlagen. Gut. Aua. Ah, nee, das wollte ich nicht machen. Ich wollte das machen. Oh, hier gibt es Pilze und Erze und... Schieß mich tot. Also bitte nicht, aber... Ne? Es ist aber dunkler geworden. Ist das jetzt ausgegangen, das Licht? Nee, ist es nicht. So. Und auch das Erz gönne ich mir. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort. Kitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Ich glaube nicht, dass dein Vater sehen möchte, wie du dich in deinen eigenen Tod stürzt mit den Unsterblichen. Was haben wir hier? Das finde ich immer noch doof. Hier überleben finde ich Jäger eigentlich, ne? Ist eigentlich nicht schlecht. Drücken Sie im Sprung, Y im Sprung. Breitblattkletter, das ist so gut. Jetzt kann ich da... auch meine Kletterpfeile reinrammen. Wie meine Axt halt. Okay, guck mal, hier gibt's Münzversteck. Was ich ganz gerne haben möchte. Vielleicht können wir... Ich weiß auch nicht, wie man diesen Körper macht. Ich glaube, das kann sie einfach nicht mehr. Das hat sie verlernt. Beziehungsweise die anderen Teile spielen ja erst nach hier. Also sehr, sehr viel nach hier. Die stellen wir jetzt erstmal schnell her. Aber die Pilze nehme ich mit. Lammpfeile werden auch noch hergestellt, ordentlich hier. Voll, okay. Explosionspfeile.
voll. Davon darf ich nur 3 haben. Was soll das denn? Ach, ich habe jeweils... Oh mein Gott. Faszinierend. Nee, überhaupt nicht. Das hier will ich noch mitnehmen. Das habe ich gerade eben erst gesehen. Das ist super. Grausam. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Keine Antwort. Oh mein Gott. Ich werde gerade richtig, richtig nervös. Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Oh, Jesus. Oh mein Gott, ist das schön. Da muss ich lang. Die Kamera hat mir ganz, ganz unauffällig gesagt, ey, da lang. Oh mein Gott. Ich möchte auf Verderb komm raus nicht diesen Unsterblichen gegenüberstehen. Ich will einfach nicht. Ich habe solche panische Angst gerade. Einfach, das ist bei mir immer so. Und am Ende sterbe ich ein paar Mal und dann habe ich mich aufgeregt und dann geht's. Oh mein Gott, wir müssen ein Rätsel lösen. Mal wieder. Oh, das ist so schön. Das ist sowas von unglaublich schön. Ich komme nicht klar. Sieht aus, als könnte ich das an seinen Platz ziehen. Ja, aber wohin gehört es denn? Wohin gehört es denn? Wo komme ich da drauf? Wie komme ich da drauf? Und was muss ich machen? Kann ich das einfach mal drehen? Oder kriege ich dann einen auf den Arsch gehauen? Ne, ich glaube, ich darf es drehen. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht aus... Das würde aussehen, als ob ich drauf kann. Wenn Lara sich nicht so doof anstellen würde und mich fast in den Tod reißen würde... Okay, guck mal, hier sind wir schon mal drauf. Also so falsch kann ich hier gar nicht sein. Da nach oben muss ich höchstwahrscheinlich. Jetzt heißt es, Kugeln Stück für Stück drehen und hoffen, dass es dann irgendwie passt. Ich glaube... Ah ja, ich hab's. Das da muss einmal rüber. Das muss einmal so gerichtet werden, dass ich da rüber schwingen kann. Ja, das Ganze muss noch einmal rüber hier so ein Stück. Also ich glaube. Wenn nicht, naja, mein Gott, dann habe ich es eben falsch gemacht. Ja, das sieht richtig aus. Dann kann ich von da rüber schwingen, dahin. Dann brauche ich auf alle Fälle diese Platte, um mich festhalten zu können. Ich verballer so viele... Pfeile, das ist unglaublich. Oh, ich finde das gerade so geil. Und nochmal ziehen. Das hat Bing gemacht, das müsste hinhauen. Also jetzt, um nach oben zu kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hat
Nein! Oh Gott, das war so dumm. Oh mein Gott, es wird gespeichert? Na, fast. Das hier muss ich noch einmal rüberziehen. Und dann kann ich nochmal das Ganze probieren. Ich höre einfach auf, dann weiter nach vorne zu drücken, weil ich denke, sie springt eh durch. Aber das tut sie gar nicht. Und das hat Bing gemacht, das war jetzt richtig. Ach man, ey. Das ist, sei gelobt, am alten Tomb Raider. Da sieht man auf alle Fälle, wo man hinspringen soll und wo nicht. Top. Scheint zu funktionieren. Das... Ach, guck mal, Münzen. Sieht doch hier schon mal ein bisschen besser aus. Hier oben. Was haben wir da? Bäm. Okay, nee, schade. Okay. Es ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Okay, wie machen wir das? Auf der anderen Seite das gleiche, ne? So. Das ist die Frage. Jetzt ist die Frage, wie komme ich... Weil da komme ich ja easy rüber, ne? Ja. Komme ich easy peasy lemon squeezy rüber? Da ist was. Ein Geheimweg. Den gönne ich mir jetzt noch eben schnell. Die Mongolen zerstörten alles und die Stadt versank unter dem Eis. Griechisch. Ach ja. Nee, okay. Wir gehen natürlich weitermachen. Das hier muss natürlich auch beseitigt werden. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Jetzt muss ich... Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hätte springen können. Ich warte mal auf das nächste, was da ankommt. Das dauert, glaube ich. Ja, das dauert eindeutig. Ja, die sind direkt nebeneinander. Das ist voll bescheuert. Ich hoffe, ich komme dann da auch an. Oder muss ich auf die Platte, die da hinten ist? Das glaube ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, guck mal hier. Nee, ich glaube nicht, dass ich darüber muss. Oh Gott, hier werde ich auch noch bedroht von allen Seiten. Doch, ich glaube, ich muss echt darüber. Geduld, Lara. Jetzt. Das war so dumm. Das war so dumm. Das war so dumm. Was war das denn? Das hat... Siehste, das muss funktionieren. Okay, komm, das war richtig. Das darf doch jetzt nicht ihr Ernst sein.
Ich bin da doch eindeutig gegengesprungen. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz, ne? Ja, komm. Das ist jetzt die Stelle, an der ich unnötig oft sterbe. Und ja, das war's auch schon. Kannst ruhig stehen bleiben, Lara. Okay. Geduld, Lara. Jetzt. Oh, wow. Und dann muss ich da jetzt hoch, ne? Dann laufe ich schon mal nach da. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt hier? Wie komme ich aufs nächste? Ah, da. Nee. Doch? Nee, ich glaube nicht. Doch. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Ach komm, dann laufe ich mal dahin. Genau. Tada! Und dann gehe ich mal da lang. Und ich hätte auch darüber gekonnt, aber ich mache mal den sicheren Weg. Wir haben es geschafft, tatsächlich. Finde ich gut. Ist das ein Weiblichkeitszeichen? Das ist Lucifer. Das ist der gehörnte Gott gewesen. Das, dieses Weiblichkeitszeichen mit diesem Schweif obendrauf, das ist der gehörnte Gott. Das ist, oh mein Gott, das ist hier alles andere als göttlich, so wie Jacob gesagt hat. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Klassisches, was? Klassische Ausbildung. Erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Köcher schnell hintereinander abgefeuert werden können. Auf 3. Ihr müsst euch das einmal angucken. Also ich spinne nicht. Das ist wirklich so. Also da. Nee, das ist was anderes. Aber das ist der gehörnte Gott, also Lucifer halt. Ihr könnt das immer nachgoogeln, aber ich möchte hier niemanden zum Satanismus zwingen. Geschweige denn irgendwie in die Richtung was machen. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich einmal fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn das heißt Let's Play Tomb Raider. Bis dahin euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!